Erik. Was denn? You have to come over here. We have a problem. What? What is the problem? That's not good. I don't know what it is, but it's very viel. Hä? Es ist die Horde. Ist schon Blutmond? Nö, eigentlich nicht. Vor allem jetzt sind alles die gleichen Typen hier irgendwie, ne? Wir sind hier. Wir sind laut. Hä, warum lecken die so? Boah, Alter. Ja, weil das so viele sind. Witzlos. Oh, nice, Erik, der brennt. Ja, brenn, du Schwein. Aber der zündet hier nichts an. Ja. Vorsicht. Hä? Oh, lag. Oh, ah, du Schwein. Nein, ich kann nicht laufen. Oh, warte. Oh, Du hast nicht genug Ausdauer. Oh, shit, ich bin mega hungrig. So, eine weniger. Noch eine weniger. Nice. Den auf dem Boden einmal. Oh. Oh, Vorsicht. Hm. Mein Herr. Ih, guck mal, der Fuß. Ih, aus dem Kopf raus hin. Ja, wo denn? Hier bei mir. Ist der Fuß, guckt bei ihr hier hinten aus dem Kopf raus. Und ja, bei mir ist noch ein bisschen Platz zwischen. Oh. Aber wieso kam denn jetzt einfach mal so eine Horde hier rüber gestiefelt? Ich weiß, vielleicht dachten die sich, oh, wir gucken mal, was die hier so schönes gebaut haben. Oder ich habe. Oder die Plunderstücke. Die waren's. Die sind's. Ah, oh, die sind's. Natürlich Plunderstücke. Ich habe die gerade oben auf den Tisch gelegt, ne? Mm. Da kamen sie direkt. Plunderstücke, die Geißel der Zombie-Welt. man kennt es. Ja, klar. So, wie viele Beete haben wir noch? Nichts. Das war das letzte Beet hier. Alles klar. Hab alle gebaut, die ich bauen konnte. Sieht erstmal nicht fertig aus, nicht schön, aber wird schon ganz gut. Das letzte Gebet, sagst du also. In der Mitte habe ich einen Zweiergang gelassen, damit wir da schön durchgehen können. Vielleicht mache ich da nochmal Holz draus oder selber Erde oder sowas, keine Ahnung. Ohne Gras, damit es ordentlicher aussieht oder ein Weg. Kann man selber Wege bauen? Weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Boah, bin ich happy, dass wir das alles bauen konnten gerade. Ja, es tut mir gut auf jeden Fall. Happy. Ja. Mal ein bisschen was auf Kette bekommen. So, Kaffee? Ach, der ist voll hier, oder was? Ach, weißt du, was ich anbauen kann? Ich könnte Kaffee anbauen. Das könntest du tun, ja. Wir haben auch schon ein paar Dingens haben wir ja auch schon, ne? Ein paar Maiskolben, das sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Ich baue dann erstmal Goldrute nicht unbedingt, aber hier Yucca zum Beispiel vielleicht. Einfach so ein paar Sachen, die man vielleicht schon nebenbei aufs zweite Feld setzen kann. Boah, wie oft muss ich denn noch diese scheiß Antibiotika nehmen, ey? Das ist ja super nervig. Okay, ich mach erstmal auf Geschwindigkeit, nicht auf Lux. Ich werde auch die restlichen Maiskörner und alles anbauen. Scheiß drauf. Ich mache jetzt erstmal auf Speedrun. Nice, Erik. So. Also, Kartoffeln, 1, 2, 3, 4. Kartoffelsamen, Mais, 1, 2. Gut, dann Samen, Mais. Arm juckt. Hopfen geht nicht. Ach, Pilzsporen kann ich ja. Stimmt, die können wir ja auch. Pilze können wir ja auch anbauen. Stimmt ja. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die bringen oder ob die gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur bei jemandem im Video gesehen, dass er da jede Menge Pilze angebaut hatte. Das heißt, wenn es jemand im Video gemacht hat, dann wird es wohl gut sein. Also, ich sag mal, der sah so aus, als wüsste er, was er tut. Damit kann man Gemüseeintopf machen mit Kartoffeln, Maiskolben, Pilze und gekochtes Wasser. Das sind genau die Sachen, die wir anbauen wollen. Der bringt bestimmt was. Der hört sich doch nach richtig geilem Zeug an. Oder Steak mit Kartoffeln. 5 Wildbret, 2 Kartoffeln, 2 Pilze und ein Tierfett. Ja, Tierfett ist halt immer so eine Geschichte, aber haben wir auf jeden Fall auch erstmal genug, glaube ich. Ja. Also damit kriegen wir ein paar Portionen zusammengeklöppelt auf jeden Fall. So, ich mache jetzt hier erstmal schön Kaffee rein. Käffchen. Dann hier nochmal 2 Hopfen für Bier.
Dann hier nochmal Yucca. Dann mache ich hier mal 3 Mais. 1, 2, 3. Und dann mache ich mal ein paar Kartoffelchen. Wa? Ich mache mal ein bisschen mehr Kartoffeln. Warum nicht? Kartoffelsaat. So, 4 Stück, let's go. So. Das wird schon ganz gut klappen. So, 1, 2, 3. Das sieht hässlich aus. Ist aber egal. Dann mache ich auch noch Pilze. Ich mache erstmal, obwohl Pilze anbauen ist, glaube ich, auch ganz gut, ne? Ich guck mal. Weißt du was? Ich guck mal. Rezepte, Pilzsporen. Oh, um Pilzsporen herzustellen, braucht man Lehmboden. Interessant. Den haben wir gebraucht für irgendwas, ne, gerade. Nein, Lehmboden. Wir haben mehr als genug Lehmboden. Aber ich finde es interessant, das ist das Einzige, wo man wirklich auch ein bisschen was anderes noch braucht. So, Pilzsporen. Ich stell mal 15 her. Scheiß drauf. Wir werden die ja eh alle anpflanzen, nach und nach. Und dann mal Gemüsesuppe würde ich echt gerne mal probieren, was die bringt. So, 1, 2, 3, Ich hoffe, es ist besser als bei Raft geregelt. Ich glaube schon. Und du musst nicht 3 Deluxe-Wälse fressen, um deine Lebensenergie hochzukriegen. Ich glaube, wenn du das eine Gericht hast, was dir einfach immer den Arsch rettet, ich glaube, dann hast du schon gewonnen, vielleicht. Ich hoffe es. Ich hoffe auch nicht, dass irgendwelche Zombies hier die Saat angreifen. Dann werde ich aber schlecht launig. Boah, dann bin ich aber auch mies gelaunt. Entwickler so, oh, das haben wir noch gar nicht dran gedacht. Nice. So, 14 Mais-Samen. Ich mache aus allem erstmal Samen, ne? Ja. Ja, Erik, du kleines Schwein. Natürlich, Tobi. Kleiner Lümmel, du. So, Mais. Ich glaube, Mais haben wir dann am meisten. Gekochten Mais können wir übrigens auch machen. Ja, bringt der auch was? Mit gekochtem Wasser. Ja, das sehen wir ja dann, ne? Ja, logisch. So. Einmal Mais noch und dann noch 2 Pilze und dann sind die Felder voll. Du bist ein Meister deines Fachs, wa? Halt einfach die Fresse, Tobi. So, oh, wir müssen übrigens, ne? Nee, das lassen wir durchlaufen jetzt. Lassen wir durchlaufen? Na, ja, ist stimmt. Besser. Ja, ist besser. Ich verstehe, warum, Tobi. Ich verstehe, warum. Ja, besser. Besser sagst du besser. Besser. Okay, so. Lehm da rein. Oh, ich habe 3 Fertigkeitenpunkte. OMG. Hä? Löst du die nie ein? Ich hab's vergessen. Das war beim Fighten die ganze Zeit vorhin und ich hab's vergessen irgendwie. Das ist sonst immer mein Job, dass Leute mir sagen, du hast noch. So, die restlichen Pilze kommen noch oben. Wir brauchen eine Zutatenkiste, glaube ich. Lass hier nicht abbauen, weil dann ist die Lampe weg. Ich pack die Pilze erstmal in die Schlemmerkiste. Alter. Oh, ich bin fast am Verhungern. Ich muss dringend Fleisch essen. Ich glaube, ich muss mir mal kurz einen 10er-Stack Fleisch reinschrauben, Tobi. Gönn dir. Boah, geil mit den Feldern, ne? Ich bin sehr happy. Boah, ich hoffe, dass wenn das mal Früchte trägt. Tobias. Ja. Dann wird das, glaube ich, richtig gut. Ja, das glaube ich auch. Oh, ich kann Packesel nochmal mehr skillen. Nice, let's go. Geil. Apropos, achso, warte, ich wollte auch hier gucken. Habe ich noch ein Punkt? Oh, ich habe 4 Punkte? Ja, siehst du? Hä? Aber von. Löst du die nie ein oder was? Nein, aber warum habe ich die denn? Ich weiß es nicht. Ist doch nice. Go. Okay. Einer. 7. Oh, ich könnte noch mal einen Tyrannosaurus maximieren, eventuell. Chefkoch, was? Bergbaumeister. Hol das Mais aus deinen Bergbautätigkeiten heraus, indem du durch erhöhten Werkzeugschaden Steine und Bäume schnell aus dem Weg räumst. Eigentlich nice. Hauptader. Sammle mehr Rohstoff und schnapp dir die Hauptader. Sammle 20% mehr Erz, Stein, Gelände, Blöcke und Bäume mit Äxten, Spitzhacken, Schaufeln. Okay, das mache ich auf jeden Fall. 1 Punkt, den investiere ich hier. 40%? 60? 80? Doppelt so viel? Wow. 7, okay. Schwere Rüstung, Blechmann, deine Bewegungen sind gerade Zieler. Fertige schwere Rüstung, schlecht.
Aber was wollte ich denn? Glücklicher Sammler wollte ich auch noch machen. Lucky Looter. Okay, kaufe ich mal. Warte mal, es sind 15%. Was soll's. Was, Tobi, was wollte ich denn noch machen? Irgendwas mit Bergbau vielleicht? Bergader-Dingens? Nee, das habe ich gemacht. Oh Mist, ich weiß es nicht mehr. Tiefe Wunden, davon war es nicht. Besser verhandeln? Nee, wagemutige Abenteurer. Bessere Belohnung für Quests. Geil, dass ich das genommen habe. Inka. Fortgeschrittener Ingi vielleicht? Aber da brauche ich Level 4 bei Intelligenz. Zementmischer, das, ja, da wollte ich hin. Fortgeschrittener Ingenieur, da wollte ich hin. Und hier brauche ich auch Level 4. Ich mache Intelligenz auf Level 4. Sehe ich nicht. Ich muss toben. Ich muss in diesem Spiel sehr intelligent werden. Einfach mal 4 Punkte gerade gehabt, krass. Naschi, Naschi. Achso, soll ich die Level 6 Schrotflinte hier mal aufheben? Ja, ne, die benutzt du bestimmt irgendwann mal, oder? Ja, doch, doch, doch. Ich denke mal, irgendwann haben wir auch genug Munition, dass wir beide das nutzen können. Okay. Gehe ich mal von aus. Ja, cool. Ja, jo, 10 Fleisch. Und ich bin immer noch nicht satt. Passt. So, Rohstoffe, Eisen wieder rein, ein Silberklumpen. Machen wir mit Silber später mal. Die Taschenlampe packe ich mal zu den Werkzeugen, ebenso wie die Reparaturkisten. Bob. Wenn du willst, ich habe neue Reparaturkisten im Dingens, ne? In die Kiste gelegt gleich. Ja. Ich gucke gerade, was man braucht, um eine Knarre hier. So eine automatische Schrotflinte, was man dafür bräuchte. Weiß ich nicht, Tobi. Für Schrotflintenmunition brauchen wir übrigens auch Blei und Lehm, weil wir groben Schrott brauchen, also Schrot. Blei und Lehm? Okay, aber Blei haben wir ja auch ein bisschen. Haben wir genug und Lehm haben wir auch genug. Aber Schießpulver ist halt echt das Problem, ne? Ich meine, ich habe genug erstmal Munition, ist kein Ding, aber... Ist kein Ding, sagst du? Ist kein Ding. Wenn es kein Ding ist, dann ist es okay. Ist easy. So, leere Gläser, bisschen, ganz ehrlich, ich brauche das Wasser irgendwie nicht mehr, seitdem wir gekochtes Fleisch haben. Das ist perfekt, ne? Ja, ist wirklich so. Das ist ganz nice, weil es wär halt hart, wenn das alle Gläser frisst, das Fleisch, und du dann aber auch noch trinken müsstest. Ja, das wird's ein bisschen rausnehmen, glaube ich. Das wäre halt doppelt Bestrafung irgendwie gefühlt. Knochenmesser da unten rein. Das müsste eigentlich eh Militärstoff. Und das Knochenmesser kommt in die Werkzeugkiste. Nähset packe ich mal in die Bastelkiste. Die Dinger haben wir, glaube ich, auch da drin. So. Bastelkiste. Huch. Lag. Nähset. Dann die Grills waren, glaube ich, doch, hier waren die. So. Die waren hier bei Werkzeuge aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau warum. So. Achso, und das sind eigentlich auch Werkzeuge hier, ne? So. Und dann habe ich noch eine Dose. Okay, gut, dann bin ich wieder ausgeräumt. Tag 19, Tobi. Wir müssen auf jeden Fall anfangen, in der nächsten Folge ganz dringend für den Blutmond zu arbeiten. Jo. Wenn ich das richtig sehe. Aber ich dachte mir einfach, das heben wir uns aber für die nächste Aufnahme auf. Da passt das ganz gut hin. Ja, auf jeden Fall. Aber da müssen wir wirklich auch Kette geben, weil wenn wir da wieder eine Folge vertrödeln. Achso, ups. Ja, wobei wir letztes Mal ja auch dann irgendwie noch fast einen halben Tag da gesessen haben, gewartet, dass er nicht losgeht, ne? Also. Easy. Ja, gut, aber lieber zu viel Zeit als zu wenig. Nee, ich find's schon geil, wenn es zu wenig Zeit ist und wir es verkacken und so, das ist schon ganz lustig dann. Ja gut, hast natürlich recht. Witzig alles, ist es schon. Alles fürs Entertainment natürlich, ne? Witzig ist natürlich schon, da hast du natürlich recht. Oh, habe ich gerade letzte Kohle da reingeschmissen. Das war sicherlich nicht so schlau. Heizst du den Ofen etwa wieder mit Geld, Erik? Ja, was soll's.
Natürlich. Ist doch alles nichts mehr wert, Tobi. Gaspreise interessieren mich für den Winter natürlich nicht. Geldbündel reinschmeißen. So, geschmiedeter Stahl. Wozu brauchen wir den? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal 140. So, einfach nur, weil es jetzt geht. Oh, genauso will ich das hören. So, hier haue ich auch nochmal Holz rein. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Wir sollten wirklich Kohle nehmen dafür. So, ich nehme 300. So, rein da. Einschalten und dann auch nochmal nicht geschmiedeter Stahl, sondern geschmiedetes Eisen. Auch nochmal hier. Let's go. 13, ich mache 300. So, Eisen haben wir eh noch übrig, ne? Mehr als genug, glaube ich. Oh, doch nicht. Stimmt, ich habe alles reingeballert. Naja. Aber Eisen können wir jetzt halt wiederholen. Ich würde nur gerne erstmal ganz viele Eisenspikes machen für nächste Folge. Also für, ne, für den nächsten Blutmond vor allen Dingen. Oh ja, die werden wir brauchen, glaube ich. Könnte ja heftig werden. Wir sind mittlerweile, also ich weiß nicht, du bist Level wie viel? Ich bin Level 25 mittlerweile. Ich bin Level. Wo sehe ich denn das? Du gehst auf Tab und dann gehst du auf deinen Charakter und steht das da oben rein. 31. Ah, okay, da kannst du auch mal auf die Statistiken gehen. Da kannst du ein bisschen gucken, was du so gemacht hast, wie viele Zombies du gekillt hast und so. Ja, du hast wahrscheinlich auf jeden Fall mehr Zombies gekillt, ne? Weiß ich nicht. Ich habe 430. Ja, klar. Statistiken, wo Quests, Tagebuch, Fertigkeiten, Charakter. Du gehst wieder auf Charakter, genau. Dann gehst du unter deinem Namen, sind diese Grundcharakterwerte, diese drei vier Striche. Zombie-Kills habe ich 293. Ja, gut, du weißt ja auch unfair, ne? Weil ich bin ja unterwegs. 430. Achso, ja, klar. Ja, du bist ja unterwegs, klar. Ansonsten 10 Tode. 5 Spieler-Kills, geil. Ich habe 19 Tode, Alter. Hui. Oha. Derzeitiges Leben, 12 Stunden, 24 Minuten immerhin schon. Nice. Ich habe am längsten 5 Stunden gelebt. Was ist ein Beutelstadium? Ich weiß, ob ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht was mit dem Blutmond zu tun hat, ne? 37. Weil die müssen sich ja irgendwo orientieren. Es könnte sein, dass es worauf die zuerst aggro sind, eventuell. Ja. Könnte es natürlich sein. Das heißt, ich ziehe mehr aggro als du, weil ich vielleicht mehr Level habe. Was hast du bei Beutestadium? 44 habe ich da. Oh, ich habe 37, okay. Ich schieb mich aber immer vor. Ich bin sehr witzig. Bin entschlossen. Geh jetzt! Aber 2000 Steine. Zerstörter Stein? Hä? Wo kann man den zerstörten Stein herstellen? Wozu sollte man das denn wollen? Robotik-Drohne Booster-Mod. Das ist ein Teddykopf, was? Ja, diese Robotik-Drohne, die ist interessant. Oh, Stahl-Vorschlaghammer, Stahl-Schlagring, Stahl-Schaufel. Ich mach grad gefalteten Stahl. Brauchen wir die Baupläne für. Stahl-Handschuhe. Stahl-Beinschienen, Stahl-Brustpanzer, Stahl-Axt. Da brauchen wir Baupläne für, aber ich mach grad eine Menge Stahl. Also scheint ganz gut zu sein. Das ist geil. Ne? Okay. Stahlhelm sieht aus, als wie Ritterrüstung hier. Kiste mit panzerbrechender robotikgeschützter Munition 1000. Okay. Technikfreak, Penner, Eintopf. Okay. Das Feuerpfeile, auch nice. Bumbo, Eintopf. Gipsverband. Elektrozaunpfosten. Oh. Jo, die habe ich auch schon gesehen. Wäre auch interessant vielleicht mal irgendwann, ne? Oh, ja. Okay. Pflastersteinplattenform. Ach, da brauchen wir Pflastersteine. Nicht kleine Steine. Pflastersteine kann ich aber selber herstellen, ne? War mir doch so. Lehmboden und kleine Steine. Ich glaube, da brauche ich auch mehr Lehmboden. Mehr Lehmboden. Ich brauche mehr Lehmboden. Mehr Lehmboden. Mehr Lehmboden. Ich mache mal 1000 Pflastersteine.
Das ist bestimmt eine gute Idee. Let's go. So. Weil ich dachte, drüben können wir dann noch Wände, die doppelte Wand machen, die Eisenspikes und so weiter. Problem ist, ich habe halt wirklich zu wenig Schuss für den Blutmond. Ich habe nur 83 Schuss. Also, was hast du nochmal für eine Knarre? Ich habe die 9mm. Und die eigentlich Pistole? Die andere, genau, die andere ist die 7.62er, die automatische. Ja. Aber für die habe ich halt jetzt insgesamt auch nur noch wieder 19 Patronen gefunden, mehr nicht. Und ich glaube, viel mehr haben wir auch nicht. Ja, ein bisschen was müsste noch in der Kiste sein. Ich guck gleich mal, oder? Und du hast wie viel Schuss für deine Knarre? Warte, ich guck gleich mal. Für meine Knarre habe ich 83 Schuss gerade. Okay. Oh Gott, hier ist ja deine Mine. Alter, da bin ich fast runtergefallen. Ich nehme mal ein Schild dran, das kann doch wohl nicht wahr sein. Entschuldigung. Mach das da hin. Das wird ja noch dauern. Brimm, brimm, brimm. Ich mache gerade Pflastersteine ohne Ende. Das dauert leider alles ein bisschen. Hätte ich vielleicht in der Werkbank machen sollen. Aber ich bin leider nicht schlau. Hä? Was mit deinem Bein? Sieht ja wieder aus wie neu. Ah, Sigi. Geil, Tobi, geil. Hier. Oh, vielen Dank. Jetzt habe ich 125. Nice. Ich habe insgesamt 150 für die Schrotze. Nee, Quatsch. Warte mal, Bullshit. Ich habe 231 für die Schrotflinte sogar. Geil. Boah, aber Tobi, die dann schießt halt richtig langsam, ne? Das ist halt das Problem. Aber das ist egal, glaube ich. Ist ja im Grunde genommen Wumpe. Theoretisch könnten wir uns ein Kuckloch offen lassen. In der Hinterwand. Wo du dann mal durchballern kannst, ne? Kannst du mal durchjieten mit deiner Knarre. Ich könnte da aber auch meinen Lulimann durchstecken. Das geht auch, aber es wäre unfair. Dann ist der Blutmond ja ganz schnell vorbei. Das wollen wir ja nicht. Ich hau mir diese Brennmod da vorne drauf. Das wäre natürlich super nice. Achso, auf deinem. Okay. Hat ein bisschen gedauert, Entschuldigung. Hier, warte mal, ich habe noch ein Buch für dich. Ich weiß nicht, ob du das schon hast. Hier, bitteschön. Guten Tag. Vielen Dank. Das Buch des Jägers. Oh, das kenne ich noch nicht. Prima. 10% mehr Schaden an Hirschen. Brauchst du das nicht eher? Oder hast du schon? Ich habe schon. Ich habe zwei gefunden. Okay, dankeschön. Baden kannst ja nicht. Hast du Mods in deiner Pistole? Nee, ich wollte nämlich gerade mal gucken. Also doch, das Zielfernrohr. Aber sonst glaube ich nicht. Und das wollte ich mal gucken, was ich da vielleicht machen kann. Ich habe hier noch die habe ich gerade gefunden. Du kannst ja mal ausprobieren. Hier liegt eine Schrotflinten-Entenschnabel-Mod. Ja, ich kann nur eine Mod leider in das Ding reinmachen. Oh, okay. Gase ist, glaube ich, nichts für mich. Lehmsi-Mod? Was ist das denn? Du kannst Ziele lähmen. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Kein Plan. Glaub nicht. 20% 20% Chance, ein Bein. Aber ich mache immer Headshots. Ich weiß nicht, ob das viel bringt dann. Ah, okay. So, wir sollten hier eigentlich mal zwischen Mods und anderem Kram separieren, ne? Oh, wir haben hier aber 98 Schuss für die 7.62er. Ich meine, das ist jetzt nicht so mega viel, aber. So. Tobi, ich guck mir mal die Baupläne. Ich lerne mal die Baupläne, weil ich glaube, ich baue eher als du, ne? Ja, mach ruhig. So, Gelände, Fahrzeugscheinwerfer-Mod, yo. Bootflinten-Magazin-Vergrößerungs-Mod. Oh, okay. Ah. Metallstachel kann an Knüppeln angebracht werden, aber Knüppel habe ich ja nicht. An der Axt natürlich nicht. Das könnte ich bei meiner Schaufel nehmen, theoretisch. 15% mehr Schaden gegen Erde ist nice, aber naja. Stacheldraht ist auch Knüppel. Die Jägermod. 25% Schaden an allen Tieren, Tobi, wenn du willst. Ich weiß nicht, wo die reinkommt. Sieht aus wie. Gibt's einen Köcher oder so? Oder Bogen wahrscheinlich. Ja, das könnte sein. Aber ich schieße ja nicht mit dem Bogen. Achso. Ich renne da mal hinterher und die kriegen den Knüppel auf den Kopf, ne? Hab ich das gehört? Oh, na klar. Splash und weg mit dem. Vergrößert Tankgröße für Kettensägen und Förderschnecken. Na, du geile Förderschnecke. Förderschnecken? Sowas gibt's hier? Sieht so aus. Mhm. Verbesserte Fittings. Ausdauer pro Sekunde, okay. Beweglichkeit, okay. Ja, nochmal für Förderschnecken 100%. Oh, nice. Okay, für mich ist aber nichts. Für meine Knarre ist hier, glaube ich, nichts dabei. Badi, hätte mir da gern was gewünscht. Für Pumpguns. Ach, das war das für Pumpguns. Aber du hast Schrotflintenmagazinvergrößerung vorgelesen. Ja. Soll ich hier kurz raussuchen? Ich weiß gar nicht, wo waren die hier? Nicht für Pumpguns, sondern für Schrotflinten.
Ja, wenn ich das so vorgelesen habe, war es das wohl. Okay, also wenn du es nochmal findest, dann gucke ich gleich mal. Ja, warte, warte, warte. Irgendwas ist hier gerade. Mist, wo war denn das? Welches war denn das hier? Was war das? Das war die... Achso, und hier steht... Hä? Erhöht die Magazinkapazität für Pumpguns um 3 Patronen, ne? Ja, genau. Das heißt Schrotflinten-Magazinvergrößerungsmod. Ja, genau. Ja, die Nummer hatte ich vorhin auch gehabt. Keine Ahnung. Und ich kann sie bei mir auch nicht reinsetzen, obwohl ich eine Schrotflinte habe. Aber scheinbar wird da irgendwie unterschiedlich. Keine Ahnung. Ein bisschen unlogisch ist das schon. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Das kann auch sein. Vielleicht darf ich hier irgendwas nicht mit dazu. Vielleicht verträgt sich da irgendwas nicht miteinander. Okay. Ich habe keinen Plan. So, Lehmsimod habe ich mal mit in den Knarre gepackt. Mal gucken, was passiert. Vielleicht bringt es ja was. So. Gehen wir mal kurz raus. Vielleicht sind die Steine fertig gebaut. Aber dann muss ich nochmal schnell. Oh, 22 Uhr. Ich dachte gerade, da wäre schon jemand. Ne, war doch nichts. Okay. Wir müssen unbedingt den nächsten Blutmond überleben, Tobi. Aus einem ganz bestimmten Grund. Weil wir dann nämlich die Felder ernten können. Ja, gut. Den werden wir locker überleben, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen was hin. Ja, naja, gut. Der letzte Blutmond hat uns überrascht. Das stimmt. Das stimmt. Aber wir wissen jetzt schon mal, dass wir die Taktik nicht nochmal anwenden. Nee. Naja, gut. Wir sind aber wieder an der gleichen Location, also irgendwie wird es dann doch vielleicht wieder ähnlich laufen. Ja, also problematisch wird es halt nur, wenn die dann, ich weiß nicht, ab wann das anfängt, diese Dudes, die dann anfangen rumzujumpen, da gab es ja diese kreischenden Springerviecher. Mhm. Die werden interessant. Und was auch interessant wird, werden diese Giftspucker, die werden auch noch... Von dem aber nicht wissen, ob die dann schon da, obwohl könnte natürlich langsam der Fall sein, aber naja. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wann wir das letzte Mal bei dem anderen Spielstand dieses Betonding gebaut haben, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Welcher Tag das war. Weiß ich auch nicht mehr. Oder welcher Blut. Also ich würde auf jeden Fall langsam mal damit anfangen, ne? So. Ja, sollten wir nach dem Blutmond in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Ja, denke ich halt auch. Hm. Ja. Bist du, okay. Weiß noch nicht genau, wie ich hier die Wege baue. Ich glaube, ich mache diese Tore hier einfach dicht, ne, vorm Dingens und mache lieber das eine Tor hier. Hier hinten so ein großes Dingens, wenn das geht. Ja. Am liebsten so ein 14.000 Rolltor, aber das kann ich nicht. Gut, bringt auch nicht so viel, wenn daneben Holz ist, ne? Ne, nicht wirklich. Jemand gehört hier. Achso, was du. Okay. Ich mache hier nochmal so die Grundlage, ne? Das kann man ja später noch ein Hör ziehen und dann ist, glaube ich, zumindest ein bisschen ruhiger, hoffe ich. Und dann machen wir eine Lücke, einfach wo Spikes sind und dann können die gerne da durchlaufen immer. Ja. Hatten wir das nicht damals so auch gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, hatten wir ja, gut, Graben? Also wir bauen jetzt schon ganz anders. Ja, wir hatten Graben und so, das haben wir auch. Oh, das können wir auch machen übrigens. Ein Graben ums Haus irgendwann mal. Ich brauche ja eh Lehmboden. Wir hatten einen Graben so ums Haus und haben dann die zu solchen Wegen geleitet, wo dann die Spikes standen, ne? Sowas war das. Genau. Nur, dass das hier nicht unser Haus für einen Blutmond wird, weil das wäre schade, wenn da was passieren würde. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Glaube ich auch nicht. Wie ist das, wenn du dich beim Blutmond unter die Erde gräbst? Die graben sich auch mit rein, oder? Ja, ne? Glaube ja. War mir zumindest so. Ich fand doch die Idee interessant, dass wir uns in diesen Berg reinbauen, ne? Das fand ich auch nicht schlecht. Ja, finde ich auch gut. Ich habe nur Angst, dass der vielleicht kollabiert. Aber man kann ja theoretisch da auch, wenn, also wir müssen ja eh Zementwände bauen da drin, ne? Wir hätten die irgendwie so leiten müssen, dass die da reinkommen, wo wir sind, aber halt nacheinander so ein bisschen und wie die nacheinander abknallen können, so weißt du? Ja, nacheinander kriegst du nicht hin. Das, nee, das ist leider das Problem. Da müsste man die irgendwie auseinandertreiben und das geht leider nicht. Das wäre natürlich schön. Aber wir hatten ja so Walk of Torture, ne, mit diesen, und da war ja auch dieses komische, dieses Metzelrad da oben drüber und sowas, weißt du noch? Gibt's das noch? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. So.
Wir können mal nach dem Blutmond gucken, dass wir ein bisschen anfangen schon mal mit dem Ding. So. Ja, sollten wir. Ich habe jetzt hier, so die eine Seite ist auf jeden Fall geschützt hier. Da kommen die, gut, hinten kommen die vielleicht noch rüber. Ja, wir müssen hinten noch dicht machen. Aber, ne, so ein einfacher, ganz einfacher Zaun. Hier vielleicht nochmal gucken, dass wir hier Türen hinmachen oder irgendwas. Ich weiß noch nicht genau wie, oder eine Tür. Und dann irgendwo einen Eingang freilassen, wo wir dann Stachelfallen machen. Ja. Ja, ja, ja. Hm. Oh, okay, wird glaube ich ganz okay. Die Felder sind innenliegend, ne, dass wir da mal gut rankommen. Hier habe ich ein bisschen Platz gelassen für Bäume. Hier so. Dass wir hier immer Bäume hier pflanzen können und wieder abholzen können. Oder vielleicht weitere Felder, je nachdem, was man so braucht. Also ich glaube, das kriegen wir schon alles gut hin hier. Wir machen Fortschritte, Erik. Ist ein bisschen unheimlich. Ja, 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 ja. Guck mal, ganz ohne rumheulen übers Game. Was ist da los? Hm. Da kommt man irgendwie besser weiter, ne? Nee. Das hat mir vorher mehr Spaß gemacht. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, von dem Ding hier eventuell, oder von diesen, ne, von dieser erhöhten Dingens hier, dass man eventuell noch auf den Zaun draufkommt oder so. Dass wir von da runterballern können. So ein bisschen wie beim Händler, meinst du? So eine... Ja, genau. Vormäßig so? Genau, genau. Das hier ist halt nur eine hässliche Wand. Also die ist nicht schön, die ist gar nichts. Ja, und irgendwann mache ich die vielleicht nochmal aus Stein. Ja. Ja, nur damit sie besser aussieht. Ja. Und dann gucken, dass wir vielleicht irgendwie da drauf kommen, von oben runterballern können, irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken. Hm. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht, hör mal. Ich glaube, das wird schon schön. Ja, ja, das stimmt. Aber erstmal ein Blutmond jetzt dann, ne? Nächste Folge. Erstmal Blutmond. Ja, erstmal Blutmond. Also nächste Folge ist nicht der Blutmond, aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Warte, ich will eine Sache probiere ich nochmal schnell. Im Clownhammer. Wenn ich glaube, ich mache das mal hier einfach. Nein. Okay, das ist richtig. Ah, Stein und danach kommt Zement. Okay. Dafür brauche ich dann Zement. Okay. Also wir könnten theoretisch bald anfangen, Tobi. Kennst du die Konstruktion von damals noch? Ich habe die noch grob im Kopf. Grob. Der Mittelgang links, rechts geht's runter, da muss ich also graben. Wenn wir es ebenerdig machen wollen. Und die Wege müssen wieder hochführen. Da sind unten Spikes drin, wenn die runterfallen, dass sie alle krepieren. Ja. Ja, doch, ein bisschen kriege ich das noch hin. Und vielleicht, dass wir am Ende theoretisch auch alles da drin herstellen können. Oder vielleicht, ja, umziehen würde ich nicht unbedingt, weiß ich nicht genau. Also da fest drin wohnen. Könnten wir aber auch. Hm. Und ich hätte wahnsinnig gern. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Keller als Lager. Aber gut, das ist was anderes. Ja, also ein Keller mit doppelter Betonwand, meinst du? Ja, genau. Wo die halt eh nicht reinkommen und wo wir nur drin sind, wenn kein Blutmond ist vielleicht. Und einen Fluchtweg hätte ich auch gerne und. Aber naja. Naja. Jetzt erstmal Feierabend, Tobi. Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann müssen wir auf jeden Fall Vorbereitung auf den Blutmond, weil die Zeit rennt. Die rennt davon. Ja, das wuppen wir easy, gar kein Problem. Blutmond. Ja. Blutmond, Blutschmond, sag ich immer. Ja, naja, weiß ich nicht, Tobi. Ich glaube, das wird herausfordernder als der letzte. Und der letzten, der lief ja auch nicht so gut, ne? Doch, der lief super. Weiß ich nicht, Tobi. Weiß Doch, ich gar nicht. Doch, der lief fantastisch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Der lief super. Der war echt.